Ja, und damit hallo und willkommen zurück zu For Honor. Wir hatten ja in der letzten Runde mal so ein bisschen so One versus One gespielt und ich werde jetzt einfach mal noch ein paar andere Dinge aufnehmen bzw. zeigen. Wir wollten ja im Livestream eigentlich weiterspielen, hat nur nicht ganz so gut funktioniert. Wir machen gegen andere Spieler natürlich. Hat nicht ganz so gut funktioniert bzw. wir haben kein richtiges Match gefunden. Und wir haben halt dieses One versus One die ganze Zeit gemacht. Ich werde nochmal die anderen zwei Punkte einfach dann zeigen, damit wir da ein bisschen was machen, beziehungsweise mir auch selber angucken. Ich habe nämlich selber keine Ahnung davon, was man hier alles machen kann. Ich habe keinen Schimmer. Und ja, wir finden es einfach raus. Wie gesagt, die Beta endet heute. Heute ist nämlich Sonntag, wo ich das Ganze dann nämlich nochmal weiter aufnehme. Und ja, keine Ahnung. Also wir gucken es uns auf jeden Fall an und dann schauen wir mal, dass wir da so ein bisschen vielleicht noch das eine oder andere zeigen können hier auf dem Kanal. Und ja, wenn das Spiel dann rauskommt, mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es mir gleich sofort holen werde, aber wir werden auf jeden Fall hier zumindest die Beta noch ein bisschen austesten. So, 4 vs. 4 Deathmatch. Vorher 1 gegen 1, jetzt 4 gegen 4. Ich bin mega gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich werde bestimmt wieder komplett ablosen. Ich habe auch nicht geübt zwischenzeitlich, weil ich gestern nicht da war. Wie gesagt, im Stream habe ich es dann nicht mehr weitergespielt, weil ich eigentlich mit Kokuro und Enola spielen wollte, was nicht ganz so gut funktioniert hat. So. Runde 2. Ah, okay, ich bin mittendrin jetzt reingekommen offensichtlich. Das finde ich gut. Gehört der zu mir oder gehört der zum Feind? Bist du Freund oder Feind? Ist der Freund oder Feind? Alter! Was? 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 Halte B gedrückt, um tot zu bleiben. Ah, okay. Hä, wie soll ich mich denn gegen die verteidigen? Was? Oh, ich bin ein bisschen raus aus dem Spiel, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen blöd. Naja, gut. Okay, halte B gedrückt, um tot zu bleiben. 3 versus 1, okay. Ah, man kann dann wiederbelebt werden, dann dem Match hier. Man muss wahrscheinlich gucken, dass halt alle tot bleiben einfach dann. Okay. Es ist interessant. Also wie gesagt, ich gucke immer die Kamera rein, obwohl die Kamera gar nicht läuft. Es ist echt zu gewöhnungs vom Stream die ganze Zeit. Aber ja, wurde durch einen Bot ersetzt. Sehr gut. Kann man hier irgendwie, kann ich was machen eigentlich? Ach so, ich kann ja auch so zugucken dann. Okay. Runde 2 verloren. Schön. Runde 3. Na, okay. Aua. Aua, nein, lass mich raus. Boah, ich hasse es. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Alter, ich bin so schlecht einfach. Das ist unglaublich, wie schlecht ich in diesem Spiel bin. Ich müsste ein bisschen mehr üben, glaube ich, einfach. Aber wir gucken es uns einfach mal an. Ich mache jetzt hier 2 Ründchen davon. Einfach dann 2 Spielrunden. Und dann gucken wir uns das Ganze einfach dann mal an. Also ich bin auf jeden Fall nicht so gut. Alter Schwede. Okay. Wir leben hier gerade wieder, oder? Oder was machen die hier? Weiß ich gar nicht. Da geht die Action los. Oder auch nicht. Hier kann man zugucken noch.
Killer-Infos anzeigen. Was ist das? Getötet von. Aha. Es ist irgendwie keine Ahnung vom... Achso, ich kann doch hier gucken. Okay. Okay, die sind in einem Team, glaube ich. Aha. Also wie gut die halt sind. Das ist total krass, wie gut die sind. Weißt du, der kommt halt dagegen die zwei ganz gut an. Nice. Oh. Okay, der ist tot. Sehr interessant. Ach, man kann immer nicht so schnell wechseln, kann das sein? Taktikansicht. Okay, also ich kann nur ihm hier zugucken. Ach, weil der, glaube ich, in meinem Team ist, oder? Ich glaube, ich kann nur meinen eigenen Teamleuten immer zugucken dann. Okay, das ist gut zu wissen. Ich kann leider die Kamera nicht immer wechseln. Okay. Ja. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, das Spiel, das muss man echt sagen. Aber irgendwie, ich glaube, da muss man erst noch wirklich reinkommen, ein bisschen mehr trainieren einfach, keine Ahnung. Die Zeit läuft ab. Okay. Wir müssen jetzt eh verloren haben, oder? Ja, wir haben verloren. Krass. Ja, Punkte. Ich habe 20 Punkte gemacht. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so toll, muss ich sagen. Also, das finde ich nicht ganz so toll. Aber wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Aber, naja. Ist, wie gesagt, man muss noch ein bisschen... Man muss da echt noch ein bisschen üben, glaube ich, einfach. Damit da halt, sag ich mal... Damit man da halt reinkommt. Und damit man... Vor allem ganz wichtig, glaube ich, damit man auch so ein bisschen diese Skillung dann hat, wann blocke ich, wann greife ich an, etc. Da bin ich noch so ein bisschen, weil ich auch mit den Tasten so ein bisschen durcheinander komme. Wie man jetzt schlägt, etc. dann ist noch ein bisschen, keine Ahnung. Also mit ein bisschen Übung kriegt man es bestimmt ganz gut hin und dann glaube ich auch, dass man da, sage ich mal, auch sehr, sehr viel Spaß haben wird dann. Also es macht mir auf jeden Fall schon mal Spaß. Ich würde es gerne im Cooper und so weiter dann spielen. Der kann aber heute leider nicht. Also da würde ich einfach mal gucken, dass wir da, ja, keine Ahnung. Also ich werde auch die letzte Folge, es gibt zwei Folgen dann, beziehungsweise drei, ich weiß noch nicht, wie ich die Folge vom Freitag dann schneide. Das kann ich noch nicht sagen, habe ich nämlich noch nicht gemacht, das werde ich jetzt dann nach dieser Aufnahme dann einfach machen. Ach so. Ja, jetzt ist irgendwie aber irgendwie doof. Kann man sie abbrechen? Du kehrst zum Hauptmenü zurück. Okay. Na, sehr gut. So, machen wir nochmal Deathmatch. Einmal machen wir es noch. Ich möchte noch... wenigstens einmal möchte ich vielleicht mal ein paar Sekunden länger überleben. Beziehungsweise auch ein Battle machen. Da gucken wir uns die andere Variante noch an. Da machen wir nochmal ein bisschen One vs. One. Lass mal ein bisschen üben einfach dann. Und dann geht's praktisch zurück in... Ja, bekannte Gefilde. Weil dann werde ich mit der Beta, glaube ich, aufhören. Beziehungsweise werde ich jetzt privat vielleicht noch ein bisschen spielen. Keine Ahnung. Mal gucken. Wie ich das dann mache. Vernichtung, Tag, Aschfeld. Okay, machen wir den hier wieder. Ich frage mich übrigens, kann ich hier irgendwas auswählen dann? Ich kann Ansporn, zweite Luft. Ist das dann gewählt hier jetzt? Gabe ausrüsten. Ich glaube, die sind alle hier schon ausgerüstet, ne? Mit Ansporn und zweite Luft und so weiter. Genau, hier die Regenerist-Anteil in Ausdauer. Okay, Katapultbefehl, ein Katapultangriff, der im Zielgebiet großen Schaden anrichtet. Okay. Gut. Ja, schauen wir mal. Skills gibt es dann auf jeden Fall auch, finde ich gut.
Na dann. Let's get ready to rumble! Alter, 4 Samurai. Ich habe übrigens gelesen, dass die das Balancing irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil die Wikinger zum Beispiel ja extrem stark sind, extrem viel Kraft haben dann, die Samurai extrem schnell sind und die Ritter so ein bisschen ausgeglichener sind. Habe ich zumindest gelesen. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ob das jetzt wahr ist, beziehungsweise ob es stimmt. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr mit beschäftigen dann einfach. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, wie schaut sie aus? Versus. Steht hier noch? Ah, jetzt geht's los. Und Angriff. Runde 1. Maximal 5 Runden. Mhm, natürlich. Fuck! Nein! Ah, ist das mies! Das ist mies, echt. Halt, immer hier Beobachtungsmodus. Oh, das ist echt mies. Ich wusste nicht, wie ich diesen Angriff, wie ich den kontern soll. Vielen Dank fürs Aufpassen. Cool, ich wurde wiederbelebt. Geil. Kenn ich eigentlich. Okay. Nee. Also wenigstens lebe ich gerade noch, das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Jetzt müsste ich bloß wissen, wo sind denn die Enemies hier? Da ist ein Enemy. Runde 1 gewonnen. Okay. Geil. Aber auch nur mit Hilfe. 2 gegen 1 ist. 2 gegen 1 ist echt unfair. Nein! Ach komm, ich hasse das! Oh. Ich glaube, das mit Wiederbeleben wird schwierig. Wenn der Kopf fehlt. Das ist manchmal echt schwierig, weil die schaffen es irgendwie immer dann zu kontern sauber. Was ich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht hinkriege. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie, wenn. Ja, okay. Oh oh. Da ist das Köpfler weg. Runde 2 verloren. Okay. Na gut. Also es ist keine Ahnung. Ich blicke noch nicht ganz durch mit dem Blocken und alles, beziehungsweise dem Ausweichen, wie das sauber funktionieren soll. Nein!
Nein! Nein, verdammt! Crap. Ah, das war ganz... Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Das ist echt schwierig. Ich muss mich gerade echt hier konzentrieren, dass ich da keine auf den... auf den Latz kriege. Was trotzdem nicht funktioniert hat. So, okay. Runde 3 haben wir gewonnen. Ich bin leider gestorben. Ich habe wenigstens einen kalt gemacht. Runde 4. So. Nein, Mist, ich wollte Exekution machen. Verdammt. Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn hier runter? Ach, hier. So, wie rüste ich denn? Wie mache ich denn das hier eigentlich? Ah, okay, jetzt heile ich mich gerade. Das ist cool. Das finde ich geil. So, ciao. Okay. Sieg. Geil. Okay, das war eine... Das war gar keine schlechte Runde. Lief gar nicht mal schlecht. Alter, 82 Punkte, ich bin wenigstens auf Rang 2, aber der andere, krass. Mit über 280 Punkten. Belohnungen, okay. Müsste ich mal ausrüsten dann gleich. Okay, Stufe 3 erreicht, finde ich super. Nicht schlecht. So. Anlegen. So, haben wir das. Belohnung. Nächstes Match. Kann ich jetzt hier irgendwie Punktestand, Belohnung, Kriegsressourcen nutzen? Setze Kriegsressourcen ein. Wähle ein feindliches Territorium, das du angreifen oder ein verbündetes Territorium, das du verteidigen möchtest. Bei jedem Territorium-Update werden die Territorien von der Fraktion erobert, die dort die meisten Kriegsressourcen eingesetzt hat. Hinweis: Die Menge an Kriegsressourcen, die du erhältst, hängt von deiner persönlichen Leistung ab. Aha, okay. Okay, machen wir hier weiter. Nein, ich will... Hä? Ach so, okay. Multiplayer? Hä, Befehle, was? Ach so, das Match. Ah, ich bin rausgeflogen aus dem Match, glaube ich, kann das sein? Dann machen wir ein neues Match. So. Dann machen wir kurz ein neues Match allein hier und schauen mal, dass wir da noch ein Ründchen machen. Es macht gerade mega viel Spaß, muss ich sagen. Also die letzte Runde zumindest, wenn man auch mal ein bisschen gewinnt. Ist natürlich klar, wenn man das Spiel noch nicht so gut kennt, dann wird man ein bisschen verlieren. Die anderen haben vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, beziehungsweise sind ein bisschen geskillter als ich. Das kann durchaus sein. Und das gucken wir. Fehlende Spieler. Einer. Zack. Achso. Also wir machen jetzt noch eine Runde Deathmatch, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns mal noch die andere Variante an. Es gibt dieses One vs. One, das Deathmatch. Und dann da rechts oben gab es noch so eine dritte Option. Das gucken wir uns auch noch an. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das dann... ja, weitermachen, beziehungsweise was da noch alles dann passiert. Mal gucken. Wir haben, glaube ich, so 40 Minuten Folgen dann. Ich weiß es noch nicht. Spielersuche abbrechen. Okay. Fehlende Spieler für den Start 3. Mhm. Okay, ich mache einfach den Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Tschüss. So, und damit hallo und willkommen zurück. Da sind wir wieder. Wir haben... jetzt praktisch ein neues Ründchen hier. Ich mache einfach mal ready und ja, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal den Sieg davontragen dann, beziehungsweise jetzt ein paar richtig epische Kämpfe einfach dann liefern und dann
gucken wir uns die andere Variante noch an, die dritte Spielmodi dann. Ich muss auf jeden Fall sagen, Open Beta ja momentan kann ja jeder kostenlos dann, oder konnte jeder kostenlos teilnehmen dann. Ich glaube, die Folge hier auf YouTube wird nach der Beta dann kommen. Ich muss sagen, ich finde, das Spiel hat... Na toll, wir kämpfen mit zwei Bots. Na, fantastisch. Das Match... Achso, die haben auch einen Bot. Wir haben zwei Bots, die haben einen Bot. Na, fantastisch. Das kann ja lustig werden. Wobei die Bots bestimmt besser spielen als ich. Das ist, ja. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Spiel macht irgendwie mega viel Spaß. Und ich glaube, wenn man das dann jetzt nicht mal mit... nicht mit Randoms unbedingt spielt, sondern auch mit Kumpels und so weiter. Runde 1! Beziehungsweise dann auf Twitch oder sowas mit der Community, dann kann das durchaus Spaß machen. Ach Mist! Ach, das gibt's doch nicht. Das ist, manchmal ist das irgendwie total bescheuert, weil ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Also du machst manchmal was, aber du weißt nicht, wie konntest du das Ganze jetzt etc. Das ist manchmal echt schwer, finde ich. Bin wohl wieder da. Okay, geil. Nein! So, Runde 1 gewonnen. Sehr gut. Danke fürs Wiederbeleben. Krass. Runde 2. Da, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also, was soll ich denn hier machen? Nein, verdammt. Es ist echt schwer, weil du sauschnell reagieren musst, damit links, rechts, oben. Das ist echt verdammt schwer. Ha. Okay, der Bot spielt gerade. Okay, Runde zweimal verloren. Schade. Also orange bin, glaube ich, immer ich selber, beziehungsweise meine Teamleute, und blau ist dann der Feind. Ist ein bisschen ungewohnt. Runde 3. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, blau ist der... Doch, blau ist der Feind, richtig. So. Okay, sehr gut, den haben wir. So, Ausdauer haben wir auch wieder, sehr schön. Was haben wir da oben? Irgendwas mit Schuhen. Runde 3 gewonnen. Krass. Kann ich das hier? Achso, die Runde vorbei ist. So, one versus one. Runde 4. Alter, ich verliere gegen den Bot, das ist halt super. Nein! Oh, ich verliere halt gegen den Bot, ne? Das ist halt so bescheuert. Ich verliere halt gegen einen verdammten Bot. Das ist... Das ist echt dämlich. Das, ach so, das kann man dann aufsammeln. Dann kriegt man mehr Verteidigung oder Geschwindigkeit oder sowas dann. Interessant. Ja, gegen wen kämpft ihr gerade?
Man sieht es leider nicht. So. Okay, was ist. Oh. Alter, was? Okay, das ist echt krass hier gerade. Das ist echt mega krass einfach. Runde 4 verloren. Krass, das war echt krass gerade, wie dir. Oh, wie die drei Leute da abgeblockt hat. Runde 5. Finde ich gut. Ich würde es nicht mal ansatzweise schaffen. So. Oh, toll. Gegen den Spieler natürlich wieder, ist klar. Nein. Nein, der war schneller als ich. Nein, Crap. Ach, Mann. Irgendwie ist das, keine Ahnung. Oh. Ich glaube, wir haben verloren. Bin mir nicht sicher. Okay. Ja, okay. Jetzt seinen eigenen Verbündeten gerade runtergeworfen. Krass. Na gut, so. Das war's dann mit Deathmatch. Wir gucken uns das andere jetzt nochmal an. Was ist das? Leistung, Belohnungen. Das ist eine neue Klinge jetzt, oder was ist das? Was ist das? Beute, Schiedenklinge, gewöhnlich, Angriff, Verteidigung, Ausdauerkostenverringerung. Ah, okay. Nächstes Match bereit. Kartenwahl. Nein, Mission abbrechen. Ja. So. Herrschaft gibt's hier noch. So, Kriegsressourcen, Alteratoren einsetzen. Herrschaft. 4 vs. 4 Herrschaft. Kämpfe um die Herrschaft auf dem Schlachtfeld. Erreiche 1000 Punkte, indem du Gegner tötest und Missionsziele kontrollierst, um den Gegner einbrechen zu lassen und endgültig zu töten. Ah, okay, das war das mit denen, wo man mit diesen Untergebenen da, glaube ich, kämpfen muss. Das heißt, du hast dann so komische Minions dann, wie bei, keine Ahnung, Heroes of the Storm und LOL und was auch immer. Und du musst die, glaube ich, dann vorantreiben irgendwie und dann Gebiete kontrollieren. Okay, das gucken wir uns jetzt 2-3 Mal einfach mal an, mal gucken, wie lange. Und ja, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen privat weiterspielen. Ich weiß nicht, ein bisschen üben einfach dann. Für den Release-Fehler, Netzwerkfehler ist aufgetreten, du kehrst zum Hauptmenü zurück. Schön, das finde ich gut. Wird verarbeitet. Zuletzt gespielt vor 7 Stunden. Aha. Mhm. Update in 6 Stunden der Territorien. Okay, Herrschaft. Probieren wir es nochmal. 4 vs. 4. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. So, ich mache auf jeden Fall kurz den Cut. Wenn das Spiel weitergeht, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann. Tschüss. Bis gleich. Ja, und damit hallo, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Und zwar mit einer neuen Spielmodi. Wir spielen jetzt mal das, hier ist das Flussfestung. Herrschaft spielen wir jetzt, genau, auf der Flussfestung. Ich bin mega gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wie gesagt, wir spielen das Rundchen 2-3 Mal und dann ist auch schon Schluss mit dieser Aufnahme dann. Dann werde ich es, wie gesagt, privat noch ein bisschen weiterspielen vielleicht. Und den Rest, den gucken wir einfach dann mal, wenn das Spiel released wird. Das sollte jetzt irgendwann dann Ende Februar, glaube ich, soll es rauskommen. Ich werde es mir, glaube ich, nicht zum Release holen einfach dann. Also ich werde ein bisschen Zeit verstreichen lassen einfach dann. Ich werde auch mal gucken wegen Community und Cooper etc. Das heißt, wenn, dann würde ich gerne da dann, ja, sowohl im Stream das mit den Leuten aus der Community spielen, beziehungsweise mit dem Cooper zusammen dann und halt dann so auf YouTube packen, beziehungsweise so offscreen einfach dann spielen und es einfach nur auf YouTube packen. Mal gucken. Ich lasse mich da überraschen. Berserker, Derendor, was? Derendor und Mayol, Mojo LP. So, die sind mit dabei. Finde ich gut. Versus. Ist kein Samurai diesmal dabei, oder? Kann das sein? Ist, glaube ich, kein Samurai dabei. Ne, es sind 2 Wikinger und 2 Ritter. Das heißt, es ist eigentlich ausgeglichen. Wir haben keinen Samurai. Was gar nicht mal schlecht ist.
Wobei ich gegen die Wikinger wahrscheinlich ultra verlieren werde einfach. Ich hätte so Moves gerne über Dark Souls, wenn du hinten hinter jemanden stehst, einfach so das Schwert dann in den Rücken reinrammeln und fertig. Ist zwar nicht sehr episch, nicht sehr heldenhaft, aber es funktioniert in Dark Souls zumindest. Beziehungsweise, naja, bei mir relativ selten, weil ich das eigentlich, ja, doch relativ wenig nutze. Aber gut. So, wie schaut's aus? Los geht's! Bei Level 19 hast du alle Gaben eines Helden freigeschaltet. Ach, krass. Da muss man ein bisschen spielen dann dafür. Das Schlachtfeld bebt. Das Marterhorn. Ertönt. Für Gondor! Ach, keine Ahnung. Wie renne ich eigentlich? So. Nein. Ausdauer regenerieren. Nein! Natürlich falle ich wieder irgendwo runter, ist klar. Natürlich muss ich wieder irgendwo runterfallen und drücke A für sofortigen Respawn. Okay. Geil. So. Zone C. Okay, die haben viel mehr Punkte als wir. Wir müssen die Zone da mal einnehmen. So. Die Minions mal wegkloppeln. So. So, wir müssen mal Zone C hier einnehmen. Okay. Zone A, Zone C eingenommen. Okay, sehr gut. Zone A eingenommen. Okay, ich frage mich übrigens, wie das jetzt hier funktioniert dann. So. Na komm, stirb! So, weg. Während du es heroisch, sehr gut. Zone C verloren. Ich check hier gar nichts, um ehrlich zu sein. So, da kommen die. Wo ist denn die Zone hier? Da. Was? Hallo? Hallo? Hä? Das hat gerade semi gut funktioniert. Zone C eingenommen. Ich bin tot, glaube ich. Oh oh. Nein, crap. Aua. Auto LP ist heroisch. Sehr gut. Ja. Das hat nicht ganz so gut gepasst. Ach, Mann. Mann. So, respawn bitte. So, wir haben Zone A und wir haben Zone C. Wir müssen Zone B noch einnehmen, die ist da hinten. Beziehungsweise Zone C ist gerade umkämpft. Ach, wenn ich das reindrücke. Zone C verloren. Wenn ich das reindrücke, sprinte ich. So, ciao. So. Zone A verloren. Oh oh, das ist nicht gut. Zone C eingenommen. Sehr gut. So. Das macht irgendwie viel mehr Spaß, finde ich, mit den Zonen. So. Ah.
So, ciao. Ich kann ein Brot machen. Ich bin auf dich, finde ich gut. Cool, wir haben alle drei Zonen gerade, das ist gut. Glaube ich zumindest. Nein! Die wechsel ich nicht. Ach, crap. Hä, was denn? Was ist das für eine komische Ansicht gerade hier? So, okay, ich kann nicht, glaube ich, gerade. Kann das sein? Nein, crap. Das ist nicht gut. Alter, wie lange geht denn das? 15 Minuten geht die Runde. Ja, das wird lustig. Ich glaube, wir machen bloß eine Runde dann davon. Dann haben wir es zumindest mal gesehen. Das dauert sehr lange. Ist, glaube ich, so lange eingestellt einfach. Verloren, minus 100 Punkte. What? Zone C verloren. E, Zone C verloren, das ist nicht gut. Zone A eingenommen. So, ich nehme die mal wieder ein eben, ne? So, Zone C. Zone C eingenommen. Sehr gut, haben wir das. Zone B, wo ist die? Die ist da. Na komm, sterbt, sterbt, sterbt. Weg mit euch. Zone C verloren. Leben oder tot. So. Sehr gut. Ach nee, warte mal, das ist ja 1000 Punkte, glaube ich, Sieg, ne? Verteidigung und die Kontrolle sowie 100 Punkte und 1 Punkt pro Sekunde zu erhalten. So. Nein, nein. Wo ist der? Da ist der Hit. Oh oh. Das war doof. Nein, nein, nein. So, der ist tot. So, und. So, ciao. Sieg. Geil, wir haben gewonnen. Cool, wir haben gewonnen. Krass. Alter, ich habe die wenigsten Punkte im Spiel. Plünderung des Schlachtfelds. Jetzt bin ich gespannt. Keine Beute erhalten. Schade. Stufe 4. Schön. Symbol Sternlife. Aha. Geil. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, man braucht über 1000 Punkte. Ich weiß gar nicht, es gab irgendein Punktelimit dann, das musst du erreichen. Und wenn du das Punktelimit dann erreicht hast, dann konntest du praktisch, dann musst du, glaube ich, alle Helden am Ende noch töten dann. Okay, ich mache Mission abbrechen. Wir sehen uns gleich wieder. Eine Runde machen wir noch und dann, ja, dann war's das für heute. Also, bis gleich. Tschüss. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer letzten Runde von The Honor auf YouTube. Momentan haben wir noch zwei Bots. Einen Bot haben wir noch. Okay, das ist mies. Das ist irgendwie mies gerade, wenn die anderen bloß... Wenn der eine alleine... Ach nee, warte mal. Ah, man kann auch live beitreten dann. Okay. Bot wurde durch mich ersetzt. Finde ich gut. Okay, ist eine andere Map auf jeden Fall. Ich nehme mal Punkt B da hinten ein. Ach, wir haben jetzt eine andere Richtung jetzt, glaube ich. So, schau. So, sehr gut, haben wir das.
Okay, ach, jetzt kann ich wiederbeleben, glaube ich. Levelaufstieg, geil. So, haben wir wiederbelebt. Wo sind die anderen Punkte? Zone C eingenommen. Was? Was? Boah, ist das mies! Zone C verloren! Weil diesen Fernkampf war das total mies. Basisstrafzeit, 12 Sekunden, okay. Das ist total mies, der hat das voll mit Fernkampf gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, das andere Team, aber, ne? Wir sind jetzt irgendwie... Wir sind jetzt Team Rot, ne? Ja, jetzt sind wir Team Rot, okay. Ah, okay, es gibt Ätzer, es gibt Angreifer und es gibt Verteidiger. Okay, wir greifen jetzt an und die anderen müssen verteidigen. Jetzt habe ich es gecheckt, okay. Das ist gar nicht mal schlecht. Zone C eingenommen. Verloren. So, ciao. So, wir müssen... Okay, Zone C gehört uns. Zone B müssen wir einnehmen. Die ist hier. Nein. Zone A eingenommen. Hä? Ich kann... Oh, das ist so ungewohnt, wenn man plötzlich dann die... Wenn plötzlich die Blauen die Gegner sind. Das ist echt ungewohnt. Verloren. Okay, Zone C ist da hinten. Zone A verloren. Zone C eingenommen. Okay. Wo ist denn Zone A eigentlich? Ist das hier, glaube ich, oder? Nee, Zone A. Wo ist denn Zone A? Da oben. Ach, da oben ist Zone A. Okay. Nehmen wir mal eben ein. Nein! Oh, ist das mies! Ich weiß immer nicht, wie ich mich... Also, die ist mies zu spielen. Beziehungsweise zu verteidigen. Weil ich mir nicht sofort sehe, ob ich jetzt links, rechts, oben mich verteidigen muss. Das ist echt schwer. So, vorrücken. Wir müssen Zone B und A einnehmen. C gehört noch uns. So, ciao. Zone A eingenommen. Okay. So, Zone C wird angegriffen gerade. Die blinkt nämlich da oben, das heißt, dann weiß man, dass da gerade was passiert. Da sind so zu zweit gerade nämlich unterwegs. Zone A verloren. Nein, fuck. Manchmal geht das irgendwie mit dem Ausweichen nicht. Ich weiß nicht warum. Manchmal geht das einfach nicht. Schade. Aber es ist ein bisschen eine spannendere Runde, gerade weil es ein bisschen ausgeglichen ist. Das macht irgendwie... Also ich muss sagen, das macht mir gerade so am meisten Spaß, dieses Zonen erobern. Zone C eingenommen. Das muss ich ernsthaft sagen. Aber es ist natürlich... Wenn man da, wie jetzt, wie hier gerade eigentlich, wenn man da so viele Gegner hat, ist das echt schwer auch. So, ciao. Okay, Zone C gehört uns. Wir müssen Zone A einnehmen, die ist da oben. Nein! Ach, Mist.
Mist, 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 Mist. Da kam der andere Gegner von hinten. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Schade. Aber lief trotzdem ganz gut. Zone A eingenommen. Ja, okay. Zone C verloren. Zone C wird mal wieder angegriffen. Das ist echt ein Hin und Her hier. Das ist echt krass. Das ist echt mega, 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 mega krass einfach. So, kann ich die einnehmen oder ist da jemand da? Wird erobert. Zone C eingenommen. Yes, haben wir. So. Okay, alle feindlichen Helden müssen wir jetzt töten. Dann haben wir gewonnen. Zone A verloren. Nein, crap. Leben oder Tod. Mist. Das ist echt, man verliert echt so ein bisschen den Überblick dann auch. Da verliert man echt so leicht den Überblick einfach dann. Weil man nicht weiß, wer ist jetzt von hinten, wer ist jetzt wo einfach. Zone C verloren. Crap, jetzt gewinnen die oder was? Zone A eingenommen. Sehr gut, Zone 10 nehme ich mal schnell wieder ein. Dann haben wir wieder 1000 Punkte, müssen wir alle Helden töten. Zone C eingenommen. So, jetzt. Jetzt müssen wir alle Helden töten, dann haben wir gewonnen. Zone A verloren. Ja, schon wieder. Leben oder Tod? So. Ein Held ist tot. Fast. So. Wo sind die Helden, die feindlichen? Wo sind die feindlichen Helden? Ich sehe es nicht. So, gewonnen. Yay! Geil. Victory! Wir haben gesiegt. Geil. Finde ich gut. Finde ich echt gut, dass wir gewonnen haben. Krass. Belohnung. Aha, neue Schulterausrüstung. Erfüllte Befehle. Mhm. Okay. Cool. Ah, du erreichst Level 5. Gabe Eroberer. Musterleitern. Okay. Cool. Champion-Status von Verbündeten. Okay. So. Schadensabwehr beim Blocken. Aha. Okay. So. Nachher Mission abbrechen. Okay. Ja. Das war's dann mit For Honor. Jetzt habe ich mal alle, Varianten gezeigt, ich habe Deathmatch gezeigt, ich habe Herrschaft gezeigt, und Duell, was haben wir, Events? Gibt's nicht. Okay, also, dann habe ich mal alles gezeigt. Ich finde es ein sehr cooles Spiel bisher. Es ist mega schwer, es macht mega viel Spaß, aber ich bin mal gespannt, was sich da noch alles ändert. Ist ja momentan die Open Beta, was sich zum Release noch ändert, was sich im Laufe des Spiels einfach noch ändert. Und ich bin mega gespannt einfach. Und ja, sag an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir werden ein paar längere Folgen jetzt einfach, ich glaube so immer so 40, 45 Minuten einfach. Wie gesagt, sind nur zwei Folgen, die rauskommen von For Honor, aber was soll's, dafür habe ich es mal ein bisschen gezeigt. Haben wir mal Duell-Handgemenge gemacht, Herrschaft gemacht und Deathmatch gemacht. Also, ich werde vielleicht noch ein bisschen weiterspielen. Das heißt, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann hoffentlich bei einem anderen Let's Play wieder, beziehungsweise dann, wenn es rauskommt, bei For Honor. Also, bis dann. Tschüss.